Hallo Männer, aber vor allem hallo liebe Frauen. Ich weiß nicht, was eurer Kameradin da auf dem verschneiten Weg schlussendlich passiert ist. Vermutlich hat der Teufel die Schlacht gewonnen. Doch das kann man verhindern. Deswegen mein Tipp an euch: Wenn ihr joggen geht, alleine in dem Wald auf einsamen Wegen, immer ein paar Stück Zucker in der Tasche haben. Diese Zuckerwürfel steckt ihr euch ganz locker in die Außentaschen eurer Jacken. Und sollte euch jemand belästigen, ja, dann greift einfach mit der Hand rein, holt euch ein Stück Zucker raus, die größeren sind die besseren, und zieht ihm damit einmal durchs Gesicht. Der Zucker, die Ecke des Zuckerwürfels, reißt eine hässliche Wunde. Es blutet sehr stark und es schmerzt unwahrscheinlich. Der Mann wird sie sofort loslassen. Ja, dieses kleines Geheimnis oder dieses kleine Geheimnis habe ich von Leuten aus den Vororten von Marseille in Südfrankreich. Dort wurde es angewandt und zwar mit Erfolg. Nur ist darauf zu achten, dass Zucker jede Art von Feuchtigkeit nicht leiden kann. Ist er einmal feucht, weil ihr ihn vielleicht in der Hand gehalten habt oder weil ihr schwitzt und der Schweiß durch die Jacke in die Tasche dringt zum Zucker, dann ist aus, dann ist das total unwirksam. Bleibt er aber kristallhart, eine gefährliche Waffe. Ich werde mal kurz eine Demo machen, einmal an einer Süßkartoffel. Ihr seht diese Wunde, die Kartoffel ist ziemlich fest. Ich nehme mal, einfach mal herschauen. Ja, und genau das passiert eurem Gegner. Haut platzt auf, blutet und tut mordsmäßig weh. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr bleibt safe. Amitié Legionär, euer Thomas Gerst.